Erst kürzlich hat VW den Golf 8 vorgestellt und bis der zum Händler kommt, na, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal ein Stufenheck und eine Kombiversion angucken. Ja, nicht ganz, von VW ist er nicht, sondern von Skoda. Und Golf wird er auch nicht heißen, sondern Octavia. Hier haben wir die vierte Generation. Genau, jetzt darf auch Skoda zeigen, was sie auf der MQB Evo-Plattform machen möchten. Und beim Octavia starten wir jetzt hier einfach mal mit der Front. Wir sehen sofort den neuen Markengrill für den Octavia, komplett neues Gesicht dadurch. Der ist schmaler und deutlich mehr in die Breite gezogen. Bei den Scheinwerfern, man erkennt sofort, die geneigten Kenner unter euch wissen das. Bislang hatten wir hier ein richtiges Vier-Augen-Gesicht mit abgetrennten Scheinwerfern. Jetzt haben wir hier wirklich einen einzigen Leuchtenträger mit vier einzelnen, oder pro Scheinwerfer zwei einzelnen Leuchtelementen drin. Das Tagfahrlicht trennt das Ganze hier nochmal ein bisschen ab. Das passt grafisch ganz gut und zitiert so ein bisschen die Front des Vorgängers. Hier in dieser Version, wie es hier im Studio steht, haben wir Matrix-LED-Licht. In der Basis haben wir trotzdem aber normales LED-Licht. Halogenscheinwerfer gibt es beim Octavia gar nicht mehr. Gehen wir ein Stückchen runter zur Schürze. Da sieht man auch sofort die Verwandtschaft zum Superb. Wir sehen, das sieht alles recht ähnlich aus. Wir haben hier auch diesen Chromstreifen hier durch und hier an den Rändern die Nebelscheinwerfer. Gehen wir ein Stockwerk höher und zwar zur Motorhaube. Ihr seht schon hier, das Spaltmaß stimmt nicht mehr. Ich habe die Haube schon mal aufpoppen lassen, aber bevor ich drunter gucke, möchte ich euch die hier oben nochmal zeigen. Wir haben jetzt hier beim neuen Modell sechs Sicken bzw. sechs Kanten. Das macht das Ganze hier deutlich markanter. Beim Vorgänger war hier wirklich lediglich ein breiter Streifen hier drauf. Das hat sich hier schon mal deutlich geändert und macht das Ganze ja, ein bisschen erwachsener, finde ich. Ja, unter der Haube gucken wir mal rein. Und eine Sache, die sofort auffällt im Vergleich zum Konzernbruder, zum Golf 8. Hui, ich kann es loslassen. Wir haben Gasdruckdämpfer. Ja, VW hat die weggespart. Wir haben sie jetzt hier beim Octavia immer noch dabei. Finde ich sehr schön. Hier kann man sich auch schön diese Stange sparen. Dann muss man hier nichts mehr halten oder muss keine Angst haben, dass einem das Ding hier auf den Kopf fällt. Ja, unter der Haube. Was ist hier passiert? Richtig viel. Wir haben hier quasi alles außer Wasserstoff und vollelektrische Antriebe, was es eigentlich sonst heute so gibt. Wir haben Benziner, wir haben Diesel, wir haben Plug-in-Hybride, wir haben Mildhybride und wir haben sogar einen Erdgasantrieb. Ja, und damit ich euch hier keinen Stoß erzähle und die Fakten auch stimmen, habe ich mir einen kleinen Spickzettel vorbereitet, weil es so viele Zahlen sind, dass ich die definitiv sonst durcheinander kriegen würde. Was steht hier Feines? Wir haben bei den Benzinern einen 1 Liter TSI mit 110 PS, einen 1,5 Liter TSI mit 150 PS und einen 2 Liter TSI, der serienmäßig mit DSG und Allrad unterwegs ist und 190 PS hat. So. Alle Benzinvarianten gibt es auch als Mild-Hybrid und da ist dann das DSG serienmäßig. Wir haben bei den Plug-in-Hybriden zwei Varianten. Das Ganze ist gekoppelt aus einem 1,4 Liter TSI, einem Doppelkupplungsgetriebe und in der Basis haben wir da 204 PS. Dieselbe Konfiguration gibt es auch noch mit 245 PS. Das ist genau wie beim Golf 8. Da haben wir auch den Plug-in-Hybriden mit 204 PS und den GTE dann dort mit 245 PS. Bei den Dieseln wird es ein bisschen einfacher. Einen 2-Liter TDI haben wir in verschiedenen Leistungsstufen. Wir starten bei 115 PS, dann haben wir 150 PS, 200 PS und den gibt es dann auch noch mal optional mit Doppelkupplung und dann auch gleich als Allrad. Ja, Erdgas habe ich auch versprochen, da gibt es auch eine Version, da gibt es den GTEC 1,5 Liter TSI mit 130 PS und zusätzlich soll es auch noch ein RS-Modell geben. Ja, da müssen wir aber noch ein bisschen drauf warten und ich hoffe, jetzt reicht es euch, weil mir geht langsam auch die Puste aus. An der Seite kann ich euch natürlich besonders gut die Abmessungen des Octavia zeigen. Wir haben 4,69 Meter hier in der Länge. Das sind 22 mm mehr als beim Vorgänger. Und der Radstand ist mit 2,69 Meter sogar 5 cm länger als bei einem Golf 8. Streckt das Auto hier ganz gut, auch hier bei der Dachlinie, wenn man sich das alles anschaut. Das geht weit nach hinten, das macht das Auto ganz schön lang. Und hier bei unserem Fotofahrzeug oder unserem Studiofahrzeug könnt ihr auch sehen, die optionalen 19 Zöller, die neuen. Wer Lust drauf hat, auf Wunsch. Bestellbar. Kommen wir zum Heck bei Generation 4 des Octavia. Da hat sich einiges getan. Es hat nicht mehr viel zu tun mit dem Vorgänger. Wir haben hier kein Markenemblem mehr. Nein, wir haben jetzt hier ein Marken
Schriftzug, wie wir das auch schon von Kamiq und Scala kennen. Die Modellbezeichnung findet sich hier bei der Rückleuchte. Wir haben nicht mehr diese einteilige, die hier groß sitzt, sondern nein, wir haben jetzt hier eine zweigeteilte Rückleuchte, die in den Kofferraumdeckel reingeht und so wirklich ein langgezogenes LED-Element bekommt. Hier in den Kotflügel rein sind dann hier so, ja, ich sag mal Glaselemente, die das Ganze sehr plastisch wirken lassen, finde ich. Gibt dem Ganzen einen recht starken Auftritt. Und wenn wir runter an die Schürze gucken, da finden wir keine Auspuffblenden. Das ist alles sehr, sehr clean. Und wer wirklich einen Auspuff sucht, hier unten, da ist er drin. Aber naja, ich finde, in der Fahrzeugklasse ist das auch nicht so schlimm. Da passt es auch, wenn man nicht viel davon sieht. Ja, bei einem Kombi besonders wichtig, das Kofferraumvolumen. Das ist hier im Vergleich zum Vorgänger um 30 Liter gewachsen. Wir sind jetzt hier bei 640 Liter im normalen Kofferraum. Das sind sogar gerade mal 20 Liter weniger als ein Superb hat. Finde ich für einen kompakten gar nicht verkehrt. Komplett umgelegt haben wir ein bisschen was an Kofferraum verloren. Da sind es jetzt beim neuen 1700 Liter. Der Vorgänger hatte 40 Liter mehr. Ich habe mich für euch mal in den Octavia reingesetzt, denn hier hat sich einiges getan. Natürlich, wir haben eine neue Generation. Ja, beginnen wir mit dem Lenkrad. Das ist ein Zweispeichen-Lenkrad. Wie ihr sehen könnt, hier unten, ich kann meine Hand hier durchgreifen, da ist kein Steg mehr. Wie das beim RS-Modell aussieht oder wie das halt bei einer Sportversion aussieht oder bei einem sportlicheren Trim, Monte Carlo etc., weiß ich jetzt nicht, aber hier in der Version im Fotofahrzeug haben wir hier kein Steg mehr. Dahinter haben wir ein 10 Zoll digitales Kombi-Instrument. In der Basis haben wir hier aber immerhin noch analoge Instrumente. Auch 10 Zoll, hier der Infotainment-Screen. Der ist MIB3 basiert, das heißt, wir haben hier annähernd so ein ähnliches System wie im Golf drin. Das heißt, wir haben hier auch Features wie beispielsweise Apple CarPlay und Android Auto, das läuft dann drahtlos hier drin. Später im Produktionsfahrzeug, also im Fahrzeug, was ausgeliefert wird, soll auch eine Sprachsteuerung enthalten sein, die sich bei Skoda Laura nennt. Funktioniert hier leider noch nicht, sonst würde ich es euch zeigen, aber wir sind ja auch immer noch in einem Vorserienfahrzeug. Was euch sicherlich schon ins Auge gefallen ist und worüber ich noch nicht gesprochen habe, hier in der Mitte, wir haben hier Shift by Wire, wie im Golf 8 auch, gibt es hier keinen Wählhebel mehr beim DSG, sondern wir haben hier wirklich bloß noch so einen kleinen Fahrstufenregler, mit dem man ja, sich einfach so durchtasten kann. Braucht man ja auch nicht mehr, ist ja alles elektronisch mittlerweile. Ansonsten hier Dekore, hier in Metalloptik mit so einem leichten Schwung, drunter das Ambiente-Licht, hier weicher Stoff und ganz oben haben wir hier richtig Soft Touch. Das macht alles einen sehr guten Eindruck. Von der Ergonomie, ich habe mich jetzt hier mal so reingesetzt, wie ich fahren würde. Das fühlt sich alles sehr gut an. Man kann sich hier sehr, sehr viel einstellen. Hier natürlich das Lenkrad auch, wie man das so kennt, in allen gängigen Variationen. Und bei den Sitzen ist zu sagen, die sind sehr, sehr bequem. Das sind ergonomische Sitze, erstmals in einem Skoda. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass die auch dieses AGR-Siegel haben. Heißt Aktion gesunder Rücken. Ja, wichtig aber auch, Passagiere. Wie schaut es hinten aus? Ich springe für euch mal hinten rein. Wie versprochen, ich sitze in der zweiten Reihe, hallo im Fond, und ich sitze hier sogar ziemlich bequem. Wie ihr sehen könnt, nach vorne zum Vordermann habe ich sehr, sehr viel Platz. Da macht sich der lange Radstand im Verhältnis schon bemerkbar. Und zum Verhältnis, ich bin 1,80 Meter groß, der Sitz ist so eingestellt, wie ich fahren würde. Und ja, das ist alles wunderbar. Also ich fühle mich hier überhaupt nicht beengt, auch zum Kopf hin ausreichend Platz. Das ist alles wunderbar. Kleine Features hier hinten. Wir haben hier im Sitz, oder kann ich euch hier zeigen, eine Handytasche. Hier ist es auch abgebildet, kann man das Telefon reinstecken und es ist aufgeräumt, aber fliegt nicht durch die Gegend. Finde ich sehr, sehr cool. Hier hinten außerdem USB-C-Anschlüsse. Laden ist also auch überhaupt kein Problem. Auch ein optionales Feature, das Sonnenrollo. Wunderbar, entweder zum Sichtschutz oder halt zur Verdunklung. Die Sonne mal wieder reinbrüllt. Aber, was ich richtig cool hier hinten finde, sind die neuen optionalen Kopfstützen. Und zwar lassen sich, wenn man das reinbestellt hat und das möchte, hier diese Wangen runterklappen. Und wenn es auch gerade richtig doof aussieht, aber wenn ich jetzt schlafen möchte, hier hinten, dann kann ich das wunderbar machen und
ja, egal was passiert, mein Kopf wackelt hier nicht rum. Ich kann mich hier wunderbar entspannen, einen kleinen Powernap machen oder auch einen längeren. Finde ich sehr, sehr cool. Habe ich so noch nicht gesehen. Praktisches Feature. 1,83 Meter ist der neue Octavia breit und das sind 15 mm mehr als der Vorgänger. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich finde, dass das Fahrzeug deutlich erwachsener ist als sein Vorgänger. Unter der Haube sind Antriebe, die genau in die Zeit reinpassen, für jeden die Möglichkeit geben, das zu finden, was er gerne möchte, sei es klassische Verbrenner oder sei es elektrifizierte Lösungen. Wann kann man zuschlagen? Bestellbar soll das Ganze schon im Januar 2020 sein. Ausgeliefert wird dann Ende März. Und zu den Preisen, ja, verrät Skoda natürlich noch nichts. Das ist noch ein bisschen zu früh. Aber wenn man sich anschaut, dass aktuell ein Octavia Kombi bei um die 19 liegt, kann man sagen, ja, um die 20 wird der neue sicherlich kosten. Wie das Ganze dann in der Praxis aussieht und wie er sich fährt, das wird der Test zeigen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch.